Guten Morgen, meine lieben Abonnenten. Ich muss mich erstmal tausendmal bedanken. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Ich muss erstmal raufschauen, aber ich glaube, es sind momentan an die 60. Ich habe nur immer gesehen, wenn ich früh meine E-Mails abgerufen habe. Der und der hatte ich abonniert, der und der hatte ich abonniert. Er ermutigt mich zum Mitmachen, zum Weitermachen. Natürlich, ihr merkt schon, ich bin das Drehen überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich muss in der Übung bleiben. Also ich wollte mich nochmal bedanken, dass ihr mich so fleißig abonniert, obwohl ich schon mindestens, keine Ahnung, 4 oder 6 Wochen nichts mehr gedreht habe. Das soll sich jetzt wieder ändern. Ich habe einige neue Produkte gefunden, die auch interessant für euch sein könnten, für die Mädels wie auch natürlich für die Jungs. Und den Anfang macht heute die 1&1 Allnet Flat mal wieder, die mich ja schon seit einem halben Jahr in Anführungszeichen ärgert. Denn ich muss dazu sagen, ich bin immer noch nicht davon überzeugt. Ganz im Gegenteil, ich muss sagen, meiner Meinung nach ist diese Flatrate für 29,99 oder 95, nagelt mich hier nicht fest, ist nicht gerechtfertigt. Auch der niedrige Preis, also von 29,99, das ist ein super Preis, aber man muss Abstriche machen. Ich sag's euch, ich habe die jetzt seit Dezember und es ist so, dass mir die Verbindung abbricht einfach unterm Gespräch. Es ist einfach das Gespräch plötzlich weg. Liegt vermutlich daran, dass das Vodafone-Netz noch nicht richtig ausgebaut ist, wie ich finde. Es könnte daran liegen, ich weiß es nicht. Ich vermute es, denn O2 und T-Online sind hier deutlich weiter vorne. Mein Mann hat ja eine Flatrate von T-Online irgendwas. Und es kann auch nicht sein, dass ich eine Person anrufe, die direkt neben mir sitzt, zu Testzwecken wohlgemerkt. Und der Ruf geht einfach nicht hin, also es klingelt einfach nicht. Auch das Internet, also muss ich sagen, ganz schwieriger Fall. Ich bin oft unterwegs und brauche unterwegs ab und zu mal Internet. Nicht ständig, aber ab und zu brauche ich irgendeine Telefonnummer oder ich muss eine Straße raussuchen. Es funktioniert nicht immer so, wie ich es mir wünsche. Das Internet ist nicht immer und überall da, wo ich es gerade brauche, verfügbar. Ich verstehe ja, dass wenn ich irgendwo in der Pampa stehe und irgendwas suche, dass da mal kein Internet ist, habe ich für alles Verständnis, aber nicht, wenn ich in der Stadt mit 30.000 Einwohnern stehe und es funktioniert einfach nicht. Da bin ich echt genervt und ich werde diese Flatrate deswegen auch kündigen. Dieses Review soll nicht wieder zu lange werden, damit ich euch nicht langweilen muss, aber ich kann diese Flatrate nicht weiterempfehlen. Ich werde die diese Woche wieder kündigen, obwohl es läuft ja noch bis Dezember nächstes Jahr. Kann ich leider so nicht weiterempfehlen. Ich werde mich da nach einer anderen Flatrate umschauen in der Zukunft. Jetzt werde ich das natürlich weiter benutzen. Es funktioniert ja, aber man muss hier deutliche Abstriche machen. Das wollte ich einfach nochmal loswerden, weil wie gesagt, jetzt war ja meine Zeit einfach schon 6 Monate fast. Ja, oder 5 Monate auf jeden Fall. Und ich denke, da kann man schon Aussagen treffen bezüglich der Qualität. Qualität der Gespräche ist übrigens sehr gut. Wenn es dann mal funktioniert, es ist auch so, also im Regelfall funktioniert es in 85%, aber eben die restlichen 15% und immer genau dann, wenn man es wirklich am nötigsten braucht, funktioniert es halt nicht, wie es so oft ist im Leben. Naja, gut, dann will ich euch nicht weiter langweilen. Das soll mein kurzes Review zur 1&1 Internet Flat, Allnet Flat gewesen sein. Ich habe sie für Internet gebucht, für Anrufe in alle deutschen Festnetze und in alle deutschen Handynetze. Also ich zahle wirklich nicht mehr als 29,99. SMS sind hier leider nicht dabei, aber auch hier habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ich habe von einem Bekannten jetzt dieses WhatsApp auf mein iPhone drauf gemacht. Also ich habe zwei iPhone, einmal das iPhone 3 und das iPhone 4. Und mit diesem WhatsApp könnt ihr ja, wenn ihr das installiert habt, untereinander, wer das halt auch benutzt, Kurzmitteilungen hin und her schicken, mit lustigen Smileys und kleinen Icons verzieren, finde ich eine super tolle und lässige Sache, vor allen Dingen, weil es kostenlos ist. Einmal installiert, fürs iPhone kostet es, glaube ich, was. Fragt mich jetzt nicht, 69, 79 Cent. Das lohnt sich auf jeden Fall, dieses kleine WhatsApp zu installieren. Macht riesig Spaß und ist wirklich super schnell beim anderen auf dem Handy. Es aktualisiert sich hier bei der Installation sofort auf eurem Handy eine Liste, wer dieses WhatsApp noch benutzt. Ich weiß, bitte nicht aufschreien, das WhatsApp ist nicht neu. Mein Bruder nutzt es, glaube ich, schon ein Jahr oder länger. Ich habe es erst jetzt mitbekommen. Ich finde es eine tolle Sache, gerade wenn man keine SMS-Flat hat, weil ich schreibe schon gerne mal hin und her. Aber bei der 1&1 Allnet Flat habe ich es mir verkniffen, weil es eben nicht mit im Paket enthalten war. Jetzt habe ich auch meine SMS-Flat sozusagen auch noch mit dabei, was ich großartig finde.
Und vielleicht könnt ihr das auch gebrauchen. Das läuft nicht nur auf iPhone, das läuft natürlich auf anderen Smartphones auch. Müsst ihr mal ausprobieren. Ist echt eine tolle Sache. Das kann ich wärmstens weiterempfehlen. Das läuft übrigens sehr zuverlässig. So, ich wünsche euch an diesem Donnerstag, 10. Mai heute, weiß ich gar nicht, ich glaube 10. Mai, einen wunderschönen sonnigen Tag. Es sollen heute 26 Grad werden. Ich finde es genial, deswegen fange ich heute erst Mittag an zu arbeiten. Aber ich muss heute Abend auch länger machen. Also ich habe heute bis 7 Uhr noch Termine abends. Ich wünsche euch allen einen tollen Donnerstag und Freitag. Ja, und das Wochenende, da werden wahrscheinlich die Eisheiligen eingeläutet. Aber dann kann der Sommer kommen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, bitte mein Video abonnieren. Tschüss!